Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Die Sims 4 mit unserer Familie Black. Unsere Sims sind ja alle ganz schön erschossen, sage ich jetzt einfach mal so. So wie es halt auch wirklich ist, die sind alle so fertig. Und ich schicke die jetzt direkt mal ins Bett. Klar, ist jetzt erstmal etwas langweilig, nehme ich an, aber so ist es nun mal. Geht erstmal schlafen alle zusammen. Damit ihr auch ganz schnell ausgeschlafen seid, denn die Schule fängt schon wieder in ein paar Stunden an und zur Arbeit müssen die Guten ja auch noch. Ja, wir befinden uns hier natürlich immer noch in unserem Rohbau. So, Moment, automatisch Lichter, alle Lichter, so. Und, ja, ne? Ich bin ja gespannt, wie wir das hier alles hinbekommen. Ob wir das mit dem Häuschen hinkriegen, ob wir das irgendwann komplett ausgestattet bekommen und... Jetzt haben wir ja dann auch noch eine Rechnung zu zahlen von 1024 Simoleons. Das ist natürlich auch eine Menge Geld. So, Shayla ist wach. Wie geht's dir, meine Süße? Du hast Hunger. Dann geh erstmal runter an den Kühlschrank und nimm eine schnelle Mahlzeit ein. Ein paar Cerealien oder halt auch Cornflakes, ne? So, wenn der Benjamin ausgeschlafen hat, kann er auch ein paar Cornflakes futtern. Julian schläft noch, müsste dann aber auch als allererstes aufs Klo. Und Hunger hat der gute Herr auch. Wo will sie denn hin? Shayla? Grundschule besuchen? Ist es schon so spät? Das ist schon 8 Uhr durch. Ach du Kacke. Steh auf! Du musst zur Schule! Oh mein Gott! Verdammt, wir haben verschlafen. Oh nein. Finally. So, Cassidy, dann ess du mal schnell ein paar Cornflakes. Na, nun geh doch aufs Klo. Cassidy sitzt doch nicht mehr drauf, Mensch. Mach's dir doch nicht so schwer. Ruf auf den Top, los jetzt. Oh Mann. Schön muss in circa eine Stunde bei der Arbeit sein. Okay, kriegen wir hin. Hoffe ich. So, dann, ja, nimmst du auch erstmal ein paar Cornflakes, mein Guter. Ach Mensch, ja, das Haus ist mega groß geworden. Das fällt mir aber auch jetzt erst im Gameplay selbst auf, ne? Jetzt, wo wir halt aktiv hier mit unserer Familie wieder am Spielen sind. Stopp, wer bist du? Michael Offermann, aha, okay. Gut. Ja, wie gesagt, unser Haus ist noch echt renovierungsbedürftig. Überall fehlt irgendwie noch Fußboden und Tapete und... Keine Ahnung, alles fehlt noch irgendwie und ja, wir müssen echt schauen, dass wir das dann hier noch auf die Reihe kriegen. Aber Hauptsache, das Bad ist erstmal vollkommen ausgestattet, ne? Das ist natürlich wichtig. Ach, wir haben nicht mal eine Spüle in der Küche, verdammt. Ach Mensch. Cassidy, du gehst dann erstmal die Rechnungen bezahlen, würde ich sagen, und Post nehmen kannst du auch. Und... Okay, du willst jetzt erstmal zur Arbeit. Gut, dann geh erstmal zur Arbeit. So, Julian, ich überlege gerade, ob ich mit ihm einen Tag Urlaub nehme. Ach, Mensch, ich weiß nicht. Wäre ja eigentlich mal nicht schlecht, ne? Ein bisschen Urlaub haben wir uns eigentlich auch mal verdient. Wie viele Urlaubstage stehen uns denn zu? 4. Na, dann ruf doch mal bei der Arbeit an und ja, nimm dir einfach mal einen Tag frei. Urlaubstag nehmen, dann gehst du heute mal nicht zur Arbeit und dann kannst du die Rechnungen bezahlen und die Post holen. Er ist total angespannt, ja, ihm fehlt auch mega viel Spaß. Da müssen wir dann auch mal schauen, was wir da noch machen können. Ich bin ja am Überlegen, ob wir ins Fitnessstudio mit ihm dann direkt huschen. Das kostet immerhin kein Geld, da haben wir Leute, mit denen wir ein bisschen quatschen können. Und da hoffe ich ja, dass wir da so ein bisschen Spaß mit reinkriegen. Ach ja, aber so an sich bin ich mit dem Haus ganz zufrieden. Ich habe ja eine große Familie geplant. Und ja, gucken wir mal, ob wir das so hinbekommen. So, das war jetzt in der Post drin, oder was? Also, ich check's manchmal nicht richtig. So, komm, gehen wir mal ins Fitnessstudio mit dir, mein Guter. Ein bisschen den Wanz abtrainieren. Ja, hier. Los, Cinder. Mal gucken, vielleicht lernen wir ein paar neue Leute kennen. Vielleicht treffen wir ja die zweite Cassidy Black, wer weiß. Die Mama von dem Alexander. Mal schauen, mal schauen. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie euch das Haus gefällt.
würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja. Ah, nee, ich will aufs Laufband. Aber die sind alle besetzt. Und dann gehen wir im Tier dran trainieren. Los. Aber ob das jetzt was hilft, den dicken Wanz abzutrainieren, weiß ich nicht. Das ist eigentlich mehr Muskelaufbau hier, das Ganze, glaube ich. Aber egal, wir stellen uns da einfach drauf und machen das schon irgendwie. Kim Tyson, da ist Michael Offermann wieder, der ist also bis hierher gejoggt. Annika Völl, ja, dann weiß ich nicht. Kann ich jetzt so mit ihr nicht sprechen? Das ist ja blöd. Kann ich mit ihr sprechen? Da müssten wir uns richtig vorstellen und dann müssten wir ja laufen. Oder? Unterhält er sich jetzt mit ihr? Nee. Ja, weil er halt da am Ackern ist, ne? Und das ist ja blöd. Och, Mensch. Und dann trainiere ihn für dich alleine. Wir können ja den anderen hier mal ein bisschen zugucken. Ah, der Michael hat ohne kleine Plauze, ne? Also. Und wir haben dieselbe Jogginghose. Schöne Sache. Also, wer bist du hier hinten? Sophie Braun. Die sieht auch styler aus, ne? Die gefällt mir. Hübscher Sim. Wer bist du? Kevin Paulus. Wieso bist du jetzt wieder angespannt? Ja, weil du keinen Spaß hast. Mein Gott, dann gehen wir irgendwo anders hin. Dann lass das da eben bleiben und dann geh ins Museum. Hm. Oder in den Park. In die Bibliothek. Ja, viel gibt's hier halt noch nicht, ne? Ich hoffe, dass da noch einige Patches oder Erweiterungen kommen, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat. Gehen wir mal in den Park mit unserem guten Julian. Dann spielen wir eben eine Runde Schach oder irgendwas, das auf jeden Fall der Spaßfaktor ein bisschen in die Höhe schießt. Denn so ein angespannter Julian ist bestimmt auch nicht gerade der angenehmste und ja, weiß ich nicht. Der Magnolienblütenpark. Und hier sitzen so viele Leute, die am Schachspielen sind. Oder wir könnten natürlich auch angeln gehen. Vielleicht macht ihm das ja auch Spaß. Geh doch angeln. Frösche suchen ist natürlich auch lustig, nehme ich mal an. Veronika Hilgers, okay. Na dann mal los. Bring uns unser Mittagessen mit nach Hause, mein lieber Julian. Okay, das macht auf jeden Fall ein wenig Freude. Da schläft irgendeiner auf der Bank im Klo. Tobias Huppertz, der hatte doch schon mal hier auf dem Klo geschlafen, als wir mit Cassidy und den Kindern hier im Park waren, oder? Vielleicht hat er kein Zuhause. Ich weiß es nicht. Aber ist natürlich eine Möglichkeit. So, wer seid ihr hier? Habt ihr keine Schule? Olivia Spencer Kim. Oh Gott, was hat die denn für einen Namen? Nein, ich wollte nicht auf M. Verflucht. Nein, nein. Pause. Olivia Spencer Kim Lewis oder so. Oh mein Gott, das sind ja Namen. Luisa Winter. Und wer bist du? Ben Hilgers. Aha, aha. Hier, die Kinder gefallen mir hier immer noch so ziemlich mit am besten. Die sind echt putzig geworden. Sehen total süß aus und ich gucke denen auch unglaublich gern beim Spielen zu. Nur finde ich es halt hier auch noch ein bisschen schade, dass es ein bisschen wenig Sachen für die Kinder gibt. Ja, aber das wird alles noch kommen. Schön hat sie eben Folgendes gefangen. Teil für Sanitäranlagen. Aha, okay. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt, ich denke mal, die nächsten Tage noch Outdoor-Leben kaufen. Damit wir auch mal ein bisschen was anderes erleben können hier außer dem Magnolienblütenpark. Und ja, denke ich mal, könnte dann auch ganz lustig werden. Aber ich finde, das sieht hier so schön aus mit diesen Wegen und den Bäumen. Und das sieht so süß einfach alles aus hier. Das haben sie echt schön gemacht, die Entwickler von EA. Also ganz, ganz großes Lob. Da können wir Frösche suchen. So ein alter Baumstamm. Das ist ja auch mega lustig, oder? Komm, machen wir mal. Geh mal Frösche suchen, hör auf zu angeln.
Aber als Haustiere kann man die dann sicherlich nicht nutzen. Ein Erdbeerstrauch. Oh, lecker Erdbeeren. Momentan scheint es nicht zum Ernten zu geben. Komm später nochmal vorbei. Okay. So. Und? Findest du was? Oh, hat er wirklich was gefunden? Nee. Doch, Schöne hat etwas gefunden. Ein gepunkteter Blattfrosch. Aha, hier war noch irgendwo so ein Baumstamm gewesen. Oh, ein Birnbaum. Lecker Birnen. Oh. Hier, da quakt es auch schon ganz deutlich draus. Und hier können wir dann mal ein bisschen graben gehen. Ach, schön. Ach, das ist nur das Licht, was sich da auf dem Boden so reflektiert, durch die Bäume durch. Noch ein Erdbeerstrauch. Also hier müssen wir öfter mal hinkommen, gucken, ob die Erdbeeren reif sind. Aber jeder, der Erdbeerpflanzen kennt, weiß, dass die nicht so hoch wachsen. Juhu, ein Surferblattfrosch. Was können wir denn mit diesen Fröschen machen? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auch noch schade, dass man hier keine Schmetterlinge fangen kann oder so. Wie in die Sims 3. Ich weiß, ihr alle wünscht euch ein Sims 3 LP zurück. Ich bin aber momentan so ein bisschen abgefuckt von Sims 3, wenn ich ehrlich sein soll. Weil es halt einfach oft so leckt und ach, einfach rumspackt und alles so langsam ist. Und weil ich da halt auch alles irgendwie schon so ein bisschen kenne. Löwenmäulchenpflanze, mhm. Und es ist dann halt immer so ein... Und Sims 4 finde ich halt gerade schön, weil halt alles ziemlich neu ist und ja, es gibt bestimmt irgendwann mal wieder ein Sims 3 LP, gar keine Frage. Aber jetzt in nächster Zeit eigentlich ist das nicht geplant. Was liegt denn da auf dem Tisch? Ein Buch? Oh, Hausaufgaben. Na gut, die interessieren mich nicht. Aber hallo, irgendeins der Kinder hat hier auf jeden Fall seine Hausaufgaben vergessen. Sollte man sich vielleicht einen Kopf machen und vielleicht, keine Ahnung, nochmal zurückkommen, die Hausaufgaben holen, sonst gibt es Ärger in der Schule. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, ich habe noch die Selbstständigkeit aus, ja. Das ändern wir natürlich wieder, denn das war ja eigentlich nur für den Einzug und für den Umzug gedacht. So, dann kommen wir hier noch nach Fröschen suchen. Shayla ist aus der Schule zurück. Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Ihre Leistungen sind gerade noch befriedigend. Ach Mensch, Shayla. Benjamin ist für heute mit der Schule fertig. Er hat eine zufriedenstellende Leistung erbracht, aber die Landgrab-Grundschullehrer sind der Meinung, dass er sich mit ein wenig zusätzlicher Arbeit schnell verbessern könnte. Kann ich die jetzt nicht auch hierher holen? Ach, das ist so blöd. Irgendjemand hat zu mir gesagt, ich kann... gucken, was die machen. Ich muss nur auf den Blitz drücken oder so. Aber wo ist denn hier ein Blitz? Sehe ich nicht. Ich sehe keinen Blitz. Hm. Ich finde es doof, ich kann die nicht mal hier mit herholen, dass die mit Papa zusammen irgendwie spielen können oder so. Das ist doch Mist. Mist. Hm. Echt schade. Was ist das hier? Ah, ich dachte, da kann man vielleicht runter durchkrauchen oder so. Es geht aber leider auch nicht. Und der Spaß geht schon wieder runter. Och, nö. Na dann, geh nach Hause. Da sind auch die Kinder. Vielleicht kannst du mit denen irgendwas machen, dass die, ja, keine Ahnung, dass den Kindern Spaß bereitet und was dir vielleicht Spaß bereitet. Was haben wir denn da? Verdammt, jetzt sind wir weg. was könnten wir machen? Das ist natürlich schwierig. Die Kinder können sich natürlich ihre Freunde, Alex und wie hieß sie? Nadine? Nadja? Oder so einladen. Das wäre natürlich auch eine Option, ne? Oh, hey, Cassidy ist auch zu Hause. Schön. Oder auch nicht. Sie ist wieder weg. Auch in Ordnung. Shayla muss auf jeden Fall auf die Toilette, aber das Essen scheint erstmal wichtiger zu sein, denn Benjamin sitzt schon auf dem Topf. Natürlich. Was isst du denn da? Pfannkuchen. Haben wir noch Pfannkuchen im Kühlschrank? Nee. Wo hast denn du die Pfannkuchen her? Ach doch, wir haben Pfannkuchen noch im Kühlschrank. Na dann, nimm du dir doch auch ein paar. Und Julian, der kann vielleicht... Können wir die hier draußen hinstellen? Geil, geil.
Der kann vielleicht ein bisschen am PC spielen gehen erstmal. Sims Forever, spiel Sims Forever, das ist in Ordnung. So, die Kinder werden sich dann ihre Freunde gleich einladen, wenn das machbar ist. Urlaubstag nehmen, natürlich. Hallo? Kinderfreundliche Webseite durchsuchen, Spiel spielen, plaudern mit, einladen, hier abzuhängen. Da, Alex, laden dir mal ein. Und du kannst dir dann deine Freundin einladen und dann könnt ihr zusammen vielleicht ein bisschen spielen. Wieso sind die hier nicht mehr mit bei? Diese Nadja oder wie die hieß. Ach, das ist ja jetzt blöd. Dann kennt er gar keinen zum Spielen. Jetzt ist natürlich echt blöd. Alexander Black. Ja, Black. Wird gleich da sein. Ach, Mensch. Ja, aber was war jetzt groß spielen hier, weiß ich auch noch nicht so richtig, denn wir haben ja nicht viel. So, dann... umarmen. Oh ja, umarm ihn mal. Cassidy hat heute 218 Simoleons mit nach Hause gebracht. Außerdem hat sie großartige Arbeit geleistet. Na, ist das nicht wunderbar? Wie geht es dir denn, Cassidy? Du hast Hunger. Dann kannst du mal Abendessen servieren und zwar... Bunt Barsch aus der Pfanne. Mir geht's so super. Blödet mal ein bisschen rum. Und lernt euch noch ein bisschen kennen. Und dann könnt ihr über die Schule reden. Und ihn erschrecken. Ja, erschreck ihn mal. Ach, ich finde die zwei so süß, ne? Ich finde die so putzig. Ja, wir sind jetzt hierher gezogen, weißt du? Das Haus... Oh nein, das brennt! Oh nein, Cassidy, was tust du? Unser neues Haus! Cassidy! löschen! Nicht da drin stehen! Löschen! Löschen! Ah! Verflucht! Wieso ist er denn jetzt so schmutzig? Na, dann soll er ein Bad nehmen. Achso, er kann jetzt gerade nichts anderes. Okay. So, du gehst Bahn. Und Cassidy, ja. Oh nein, ich will den Herd nicht ersetzen. Damit müssen wir noch warten. Das können wir uns gerade gar nicht leisten. Ey, was ist, geht, das gibt's doch nicht. Was geht denn hier ab? Oh Mann. Ach Mensch, ey. So, Ben, Shayla muss aufs Klo. Dann lass die Shayla jetzt erst auf Toilette gehen. Lässt du die Shayla jetzt aufs Klo gehen? Shayla, geh auf Toilette, los. Shayla, geh jetzt auf die Toilette. Papa muss jetzt nicht so dringend bahnen. Der kann dann auch erstmal was essen. Hier, komm, ist jetzt ein Pfannkuchen. Ist mir gerade egal, was du isst. Zum Glück haben wir noch was da, weil kochen werden wir daran nicht mehr können. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. So, wie geht's dir? Du brauchst auch Hygiene. Das geht jetzt aber nicht. Deine Schwester sitzt auf dem Klo, Mensch. Du kannst ja schon mal deine Hausaufgaben machen. So. Und Shayla kann dann auch ihre Hausaufgaben machen. Und Julian kann dann als nächstes gerne ein Schaumbad nehmen. Und Cassidy, ja, dir geht's soweit ganz gut. Und auch wenn du gerade so ein bisschen Feuer gefangen hast. Dann kannst du ja vielleicht ein selbstsicheres Gemälde malen. Da brauche ich nicht mal die Größe aussuchen. Es kostet automatisch 100, okay. Feuerwehr! Das mutige Löschen eines Brandes kann das Selbstbewusstsein eines Sims erheblich steigern. So, wir haben mit Julian 342 verdient. Wunderbar. Shayla, kommst du auch irgendwann wieder runter auf vom Klo? Oder möchtest du da... Macht die jetzt auf dem Klo ihre Hausaufgaben? Das ist ja wohl nicht wahr, oder? Oh nein, wie geil ist das denn? Ist sehr heftig, nein. Dekoriert, ja, das ist wahrscheinlich der einzige Raum, der ihr hier so ein bisschen gefällt. Da sitzt die auf dem Klo und macht ihre Hausaufgaben. Ist ja egal, ob die anderen mal unter die Dusche wollen oder aufs Klo wollen. Ach Mensch, das gibt's nicht. Jetzt werd fertig mit deinen Hausaufgaben, sonst geht der Alex nämlich wieder. Sieht schon so aus, als wollte er gleich los.
Nee, er geht hoch, okay. Haben wir denn oben eigentlich was zu spielen für die Kids? Ja, hier ist eine Spielkiste. Und hier ist die Kindergeige, okay. Shayla, jetzt komm runter vom Klo. Sich selbst vor dem Spiegel zu beruhigen versuchen, okay. Können wir gleich machen. Bist du fertig dann? Oh, Mami, ich sitze auf Toilette. So, gut, haben wir das auch. Dann geh duschen. Und dann kannst du hochgehen mit Alex spielen. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Alex, nicht abhauen bitte, nee. Ach, da ist er, okay. Der hat sich was zum Spielen geholt. Freundlich sind wir natürlich, gar keine Frage. Einladen zu, keine Ahnung was, machen wir mal wieder weg. Unglaubliche Geschichte erzählen, das kannst du gleich machen. So, du bist immer noch mit Essen beschäftigt. Mein Gott, wie lange dauert das denn bei dir? Das sieht ja aus auf deinem Teller. So, Benjamin, bist du fertig mit deinen Hausaufgaben? Ja, prima. Dann kannst du... Du bräuchtest auch dringend eine Dusche, ne? Ja, keine Ahnung, was du jetzt machst. Shayla, wie lange brauchst du noch? Mein Gott, das dauert ja alles so ewig lange, oder? In Sims 4, also ist mir jetzt einfach mal so aufgefallen. Aber du kannst dich ja schon mal mit deinem Schwager anfreuen. Stell dich ihm mal lustig vor. Und dann kannst du eine Comicfigur zitieren, natürlich. Über Süßigkeiten schwärmen. Und über Probleme natürlich auch, denn immerhin hat es ja gebrannt. So, Shayla, du bist fertig soweit? Das ist fein. Dann teile doch dem Alex deine Unsicherheit mit. Wo ist jetzt der Julian hin? Dort. Gut, Julian geht dann jetzt auch erstmal duschen. Oh Mann, ey. So, Cassidy ist am Malen, richtig? Ja, dann male mal schön. Bin gespannt, was bei rauskommt. Und ihr Lieben, dann muss ich diesen Part jetzt aber auch endlich beenden, denn ich überziehe ihn schon wieder total. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Schaut im nächsten Part wieder rein. Es wird sicher nochmal so lustig. Und dann, ja, tschüss.